Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu City Skylines. Letzte Episode hatten wir ein paar größere Probleme und zwar haben wir das Autobahnkreuz gemacht. Ich habe es dann nochmal offscreen angeguckt und eigentlich müsste es so passen, Leute. Ich bin relativ guter Dinge, dass es so einigermaßen passen sollte. Irgendwie wird es schon klappen. Wir lassen mal die Zeit weiterlaufen, wir schauen das Ganze mal so ein bisschen an von hier, ob alles funktioniert, ob die wirklich auch runterfahren wollen. Denn die fahren nur im Kreis gerade. Warte, haben wir gerade Probleme? Warum? Der Gelbe hier fährt nur im Kreis. Keiner fährt ab. Doch einer, jetzt fahren mal zwei ab. Aber sie nutzen auch das Autobahnkreuz so ein bisschen, ne? Kann es sein, sie nutzen es so. Sie wollen runter in verschiedene Richtungen. Oh Gott, hier ist ja ein unfassbar krasser Stau. Warum ist das so? Weil hier Ampeln sind? Ach, hier ist eine Ampel gebaut. Ach so, ja, weil das hier so eine Dingenskreuzung hier ist, ne? Okay. Ja, muss ja keine, ne? Guck mal, wie krass so Ampeln sind, wie staubig Ampeln einfach sind. Könnt ihr mal gucken, dass Ampeln echt nicht so geil sind. Die Sachen hier werden immer mal wieder Kriminalität zu hoch. Warum denn das, bitteschön? Haben wir keine Polizei hier in der Gegend? Nö, irgendwie nicht, ne? Ist ja klar. Ja, können wir uns gerade nicht so krass drum kümmern. Wir haben einfach keine Kohle dafür, um ehrlich zu sein. Aber, das hier lag daran, diese komischen Zeichen lagen daran, dass wir nicht, also keinen Export hatten. Und ich glaube, es lag an der Autobahn. Kann es sein, dass es daran irgendwie zusammenhing? Ich denke mal schon. Aber jetzt sind auch die ganzen Zeichen hier weg, ne? Also ich glaube, es ist wirklich nur ein Problem davon. Aber hier ist trotzdem noch ein Stau da, ne? Ja, warte mal, warum fahren die auch eigentlich? Kreisverkehr fährt man doch eigentlich rechts rum. Warum fahren die... Wow. Okay. Das ist ja kein Kreisverkehr. Das ist ja... Was hat denn der alte Dom da bitte schon alles fabriziert? Was hat denn der für eine Scheiße gemacht? Was kann der Dom eigentlich? In die andere Richtung bitte. Hier, dankeschön. Was kann der Dom eigentlich außer Scheiße sein? Ohne Witz. Der hat hier keinen Kreisverkehr gemacht, die drin haben mitten drauf. Hat ja einfach so eine komische Dingens... Hier ist wieder eine Ampel jetzt drin oder dran oder was? Nee. Was macht denn der alte Dom da überhaupt? Das ist halt... Guck mal, sofort aufgelöster Stau. Super. Also, hat sich alles so ein bisschen gelöst jetzt. Und wir haben hier eine funktionierende Autobahn, was ich auch sehr schön finde. Und wir müssen auch Sachen wie Infrastruktur machen irgendwann. Ja. Also ganz viele Dinge müssen wir machen. Wir haben jetzt 17.000, das ist schon okay. Ja, hier Kriminalität ein bisschen zu hoch. Da ist immer noch abgefackelt alles. Ich habe einen Brush installiert, Leute. Ja, ich habe Folgendes getan. Und zwar einen Brush installiert, mit dem man unter anderem mit einer Art Pinsel, ich glaube mit Bild Up und Auf war das. War das nicht irgendwie so? Nee, mit Plus und Minus war das, glaube ich. Kann man hier eine Art Brush machen und kann jetzt kostenlos Sachen brushen. Aber ich glaube, ich mache es halt eher nicht. Wir könnten jetzt rein theoretisch hingehen. Achso, mit Minus und so. Mit Minus. Und könnten jetzt hier so ein paar Bäume hinpflanzen. Wisst ihr, was ich meine? Das geht dann ganz gut. Das muss man eben alle einzeln setzen. Mit der Mod kann man die aber eben brushen. Finde ich halt eine coole Sache irgendwie. Was ich auch noch ganz gerne haben würde, wie bei Roller Coaster, also wie bei Planet Coaster, dass man diese Sachen smoothen könnte. Ich finde einfach so ein Smooth-Tool, fände ich geil, dass man einfach diese Kreuzung hier, wie bei den Achterbahnen, einfach smoothen könnte. Wäre auch noch eine coole Sache. Aber das sieht so... so schön aus jetzt, so ein Autobahnkreuz. Es wirkt irgendwie so stimmig und so gar nicht mal so scheiße irgendwie. Sieht ganz nett aus irgendwie. Okay, wir brauchen neue Wohngebiete gleich einmal. Machen wir auch mal. Und hier ist auch alles toll. Keine Probleme irgendwo. Bis dazu erstmal nicht. Auch hier, der Export klappt jetzt mittlerweile wunderbar. Das freut mich auch sehr. Wir brauchen neue Wohngebiete. Wir müssen mal eine Buslinie bauen. Wir müssen ganz viele verschiedene Sachen eigentlich machen. Ich weiß gar nicht genau, wo wir überhaupt anfangen wollen und aufhören wollen. Und überhaupt und generell. Die Frage ist, wo wollen wir generell auch weitermachen? Wollen wir eher hier oben lang bauen? Wollen wir eher hier bauen? Ich denke, wir können eher hier bauen. Machen wir mal so. Heißt, wir kombinieren mal kurz diese Straße mit dieser hier. Das Haus muss weg, es tut mir mega leid. Und machen vielleicht mal hier so eine grobe Kreuzung hin. Machen das mal so, dann können wir nämlich hier nach unten gehen, so ein bisschen schräg. Finde ich irgendwie immer ganz schick, auch wenn es irgendwie auch komisch aussieht, meiner Meinung nach, aber auch irgendwie schick. Und könnten vielleicht... Ja, hier sind ja eh nur Wohngebiete. Hier macht es ja wirklich gar keinen Unterschied, ob wir jetzt hier... ne, so und so. Jetzt müssen wir ein bisschen abgrenzen. Hier ist die Grenze so ein bisschen.
Und hier können wir mal schräg weiterführen, das Ganze. Und machen es einfach mal so, dass wir hier so weitergehen, vielleicht so. Und machen das so. Ja, ist doch schön so. Da haben wir ein bisschen freie Fläche noch so mittendrin. Und brushen hier mal eben alles. Wups, wups, wups. Und können da mal so ein bisschen was Tolles zaubern hier, Leute. Vielleicht bis dahin halt nur, ne? Ich denke, da drin können wir auch noch machen. Und ja, maximal bis hier. Das ist super, Leute. Das gefällt mir so. Geil. Neue Wohnungen entstehen. Wasser muss auch entstehen, Leute. Natürlich darf nie fehlen. Machen wir mal eben kurz ein bisschen weiter als normal. Bis da. Und bis da. Und Pistazien. So. Pistazien sind jetzt geil, Leute. Hätte ich jetzt Bock drauf so. Hätte ich echt Bock drauf. Okay, super. Das ist ein gutes Zeichen hier. Oder, nee, nicht genügend Kunden. Ja, die kommen ja jetzt gleich. Die ziehen ja jetzt dazu. Und hier ist sonst alles okay momentan. Alles im Lot. Also, mein Plan ist es, das hier alles abzureißen, bald natürlich. Und hier, sobald wir das können, Bürogebäude zu machen. Dass quasi unsere Autobahn in so Bürogebäude verlaufen, bis hier hinten vielleicht hin. So ein bisschen so Düsseldorf-like. Düsseldorf, Rhein, Bürogebäude und so. Finde ich eigentlich ganz schick, diesen Gedanken irgendwie. Hm. Machen wir dann auch so. Das Problem ist irgendwie weg mit den... Ich habe mich gewundert, warum, was ist denn das? Wir haben noch alles abgegrenzt, aber es war wirklich einfach nur... Wir waren einfach nur zu doof, das Autobahnkreuz richtig zu machen. Wir hatten da so ein paar mickige Abfahrten, aber so ist es richtig jetzt. So ist es richtig. Alle haben 5, 4 Abfahrten und so. Alles schön. Ja, ich würde ganz gerne unter anderem eine Polizei noch hier hinbauen eigentlich. Was ist denn mit der Bildung jetzt aktuell? Ist die Bildung so ein bisschen, bei der Kriminalität 8% ist, glaube ich, in Ordnung. Lärmbelästigung haben wir auch nur hier. Ist auch alles wirklich super. Also alles super, wirklich. Bin sehr, sehr zufrieden. Was haben wir hier? Zeit? Freizeit. Haben wir da natürlich gute Sachen wegen dem Park. Ganz klar, aber sonst nirgendwo. Neues Gebäude. Ja, was können wir denn bauen? Ja, Feuerwehrhaus. Super. Und auch Löschhubschrauber. Auch super. Müssen wir immer mal bald machen. Aber Bevölkerung. Cool. Nee, ich wollte Folgendes tun, und zwar mich mal darum kümmern, dass wir so ein bisschen hier, was soll ich eigentlich machen? Achso, die Bildung nachgucken. Also wir haben jetzt hier zwei, guck mal, Grundschule ist super, aber ungebildet 89%. Ich frage mich, warum? Da ist eine Grundschule, da und da, aber alle sind so fucking ungebildet. Warum ist das so, Leute? Weil wir noch zu wenig junge Leute jetzt dabei haben und wir vielleicht eher eine Oberschule bauen müssten? Meint ihr, daran liegt es irgendwie wahrscheinlich schon, ne? Wir könnten mal eine Oberschule so in dieses... Wäre das okay? Boah, das grenzt halt... Das ist halt eigentlich ein scheiß Ort für so eine Schule, weil das grenzt halt so wenig ab irgendwie, ne? Es ist okay, aber irgendwie... Naja, müssen wir aber, denke ich mal, machen, dass wir vielleicht hier das hinbauen. Wir müssen ja auch so ein bisschen daran denken, dass wir irgendwann einmal, eine Buslinie bauen müssen, aber die sind auch noch, ich meine, Leute, ich bin damals eine Viertelstunde zu meiner Schule gefahren, ja, 15 Minuten, ganz ehrlich, die hier wohnen, ja, die können doch gerne zu Fuß die Straße langlaufen, das ist ein Klacks, warte mal, es ist ein Klacks, Leute, guck mal, ihr müsst von da, wenn ihr jetzt da wohnen, müssen die nur hier rüberlaufen, das ist ein Katzensprung, eine Kreuzung, kann mit dem Fahrrad fahren, wenn man Bock hat oder so, das ist einfach nur so ein fucking Katzensprung, das ist gar nicht weit bis zur Oberschule, oder? Ich denke, das geht voll klar. Normalerweise. Müsste das echt klar gehen. Da vorne ist sie schon. Oder? Da ist die Oberschule. Also, ich bitte euch. Nee. Oh, doch nicht. Doch noch weiter. Okay. Naja, es ist weit. Aber trotzdem, mit dem Bus, wenn wir einen anbauen, irgendwann einmal. Sollten wir echt jetzt nochmal machen, ne? So eine Buslinie. Sollten wir uns drum kümmern. Werde ich euch jetzt mal tun, denke ich. Und zwar, bei den Bussen mal. Wir können es nicht bauen. Aber an sich, der Gedanke hat gezählt, Dom. Der Gedanke war super, aber naja. Gut, bekommen wir dadurch jetzt vielleicht zumindest die ganzen... Nee, ne? Bilden Sie mehr Bürger, ja. Ich habe jetzt schon, guck mal, ich habe jetzt schon eine Oberschule da, zwei Dingensbummens hier, eine freie Schule, eine kleine, sichere, freie Schule. Hier werden Kinder unterrichtet und zu gebildeten Erwachsenen in der tiefsten Grundschule. Ja, wie teuer ist denn das? 12.000? 10.000. Naja, ich weiß ja nicht. Wir haben aktuell schon eine gute Abdeckung. Wir könnten natürlich da oben eine freie Schule hinmachen, so einfach aus Spaß. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht zwingend. Wir haben bildende Kunst. Bildende Künste, ja, Teenager, super. Naja, aber auch das ist halt, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist.
keine Ahnung. Ich würde ganz gerne ein Busdepot bauen. Ist schon teuer, ne? Depot für Biotreibstoff, okay. Wie ein normaler Busdepot und das ist halt normale Busse. Ach, mit Bio, geil. Geräuschärmer, zirkuläre Busse transportieren jedoch genauso viele Passagiere. Gut, super. Ich glaube, wir sparen einfach mal auf das da, oder? Wir wollen ja ein bisschen grün werden, ne? Wir machen alles grün, Leute. Und hier ist ein normaler Busbahnhof und das ist ein Busdepot. Ach, ein Busbahnhof ist dafür da, dass man, ist ein Knotenpunkt, genau, alles klar. Ah, alles klar, super. Ja, okay, super. Hier haben wir auch Straßen, ne? Vierspurige Straßen und so weiter und so fort. Ich freue mich auf die Sachen, die wir jetzt so vorhaben. Oh, warte mal kurz, da ist Wasserknappheit. Ja, ich merke es auch schon gerade. Und zwar brauchen wir einen neuen Schläuchlein. Schläuchlein. Beziehungsweise hätten wir auch erstmal gucken können, ob wir nicht vielleicht, egal, es ist egal, die Kosten ein bisschen erhöhen. Aber es ist okay so. Wir machen 4000 plus aktuell. Wir sind super gut im Lot. Wir brauchen wieder ein bisschen mehr an anderen Sachen und so, natürlich. Aber ich meine, Leute, die brauchen jetzt schon wieder mehr hiervon, ne? Ja, sorry, aber ich meine, das da können wir gerne noch ausfüllen. Das wäre noch okay. So, super. Oh, geil, ey. Aber ansonsten haben wir auch nicht viel. Nee, ich weiß nicht, wie wir das machen sollen, weil. Wohin jetzt noch bauen? Ich meine, wir könnten auch gerne. Nee, obwohl hier vorne macht, glaube ich, wenig Sinn. Ist dann wieder Stromknappheit. Ich breche ab, Leute. Ich breche ab. Wirklich, ich breche gerade im Strahl. Ihr seht es vielleicht nicht gerade, aber ich tue es. Achso, das ist falsch. Das da wollen wir haben, ne? Was ist das hier eigentlich? Kohle und Öl. Boah, das ist unfassbar schlimm momentan, ne? 18? 20? Bekommen wir es noch rein? Ja, hier. Ich will ganz gerne Solarkraftwerke haben. Das ist auch super. 112, ey. Die bringen 20, Alter. Wir brauchen Solar. Das ist so lala, Leute. Okay, super. Haben wir das schon mal? Ansonsten. Ja, guck mal, ne? Nicht genügend Kunden. Ach, nicht genügend gebildete Arbeiter. Scheiße. Oh Mann. Das war ein Problem, langsam aber sicher, ne? Okay, pass auf. Wir machen Bus in der nächsten Folge. Machen jetzt nochmal ein bisschen. Aber die werden auch nicht gebildeter irgendwie, ne? Warum denn nicht? Was ist das deren Problem? Übrigens habe ich wieder ein Richtlinienproblem. Ich will es nur mal eben sagen, ich kann die Richtlinie wieder nicht öffnen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich konnte sie mal öffnen, aber mittlerweile geht es wieder nicht irgendwie. Unfassbar. Ich kann es euch echt nicht sagen, woran es genau liegt. Ja, hier, da, öffne mal. Es geht einfach nicht. Es ging aber mal. Hier unten konnte ich es immer mal machen, aber jetzt gerade nicht mehr. Vielleicht wegen irgendeiner Mod oder so, die installiert ist. Wir können ja auch Richtlinien setzen für Sachen, dass die hier die Bildung vorziehen zum Beispiel. Aber die sind alle echt so ungebildet. 9 Stück ungebildet. Warum? Warum? Warum werden die nicht gebildet? Liegt es irgendwie daran, dass die wirklich... Ich meine, pass mal auf, was sind denn da für Haushalte drin? 2 Erwachsene. Und 3 Senioren. Junger Erwachsener. 5 Senioren. 4 Senioren. 6 Senioren. Okay, das Problem ist, wir haben zu spät eine Schule gebaut. Sprich, wir haben hier überall nur noch Senioren, 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 Senioren. Das ist ein komisches Wort. Senioren, Senioren. Die haben ja keine jungen Leute mehr. Hier haben wir wahrscheinlich junge Leute, ne? Kinder 3, Jugendliche 7. Deswegen werden die auch gebildet. Problem ist, die müssen alle sterben. Das ist ein hartes Wort, ich weiß. Aber die müssen alle fucking nochmal sterben. Erst dann werden die gebildet. So. Heißt, die müssen immer mal ihren Löffel abgeben. Und dann müssen die da hin, ne? Natürlich. Irgendwann müssen die halt mal sterben. Es kann ein bisschen was dauern wahrscheinlich. Wir müssen ganz viele neue Gebäude erstellen. Machen wir auch. Wir machen aber zuerst einmal Folgendes, und zwar noch ein bisschen Freizeit. Oder... Doch, Freizeit ist, glaube ich, ganz gut, ne? Ich würde ganz gerne nochmal irgendwie... Was kann man noch Schönes machen? Plätze. Was haben wir denn hier? Oh, jaha. Neue Gebäude, Straßen, pipapo. Oh, geil. Wir könnten vielleicht nochmal gucken, ob wir hier sowas... Passt das da rein? Nein, ne? Hier würde es hinpassen. Geil. Können wir mal hinbauen. 15.000. Ist schon viel, ne? Aber das macht die auch froh, ne? Ja, und wie? Enorm. Geil. Machen wir mal eben. Wir machen mal auf Stufe 2, okay?
So, und vielleicht hinten auch noch was hinmachen. Vielleicht einen Platz mit Bäumen für 2,5. Kann man vielleicht nochmal hier hin machen. Gegenüber von der Schule? Ist das das? Bestimmt. Da haben wir wieder ein Müllproblem, aber die müssten das ja eigentlich abholen, oder? Die mit den... Ja. Nur sollten die hinbekommen eigentlich. Hier ist eine Ampel. Ist vielleicht noch... Du, wir machen erstmal alle Ampeln weg, ne? Weil ich bin kein Ampelfreund, um ehrlich zu sein. Hier ist auch eine Ampel. Wir machen mal alle Ampeln weg, wirklich alle Ampeln weg. Ich glaube, dass eine Stadt ohne Ampeln besser funktionieren würde. Hier brauchen wir wieder gebildete Arbeiter wahrscheinlich, ne? Ist es so? Hallo? Ja, ja. Ja, ist ein Problem. Kommt halt irgendwann. Sobald die anderen sterben, wird das irgendwie schon alles gemacht. Was mit der Verkehrsroute? Alles super soweit? Nein. Verkehrsroute ist das da gewesen, ne? Genau. Sieht okay aus. Hier ein bisschen viel, klar. Hier ein bisschen viel, da natürlich. Der einzige Weg rein in die Stadt von hier. Die sollten halt gucken, dass die von hier vielleicht mal ein paar Wege nehmen. Wäre vielleicht auch mal ganz cool. Aber hier ist halt sehr viel Aufkommen. Aber ich meine, hat man halt so, ne? Was will man sonst anderes tun, so? Okay, wir brauchen neue Gebäude, Leute. Wir müssen halt ein bisschen weiterdenken, weitermachen. Wir brauchen wieder Industrie, ein bisschen was Neues. Könnten wir rein theoretisch, könnten wir das nochmal ausbauen? Ja, so halt, ne? Was anderes geht halt gerade nicht. Und vielleicht nach da nochmal und sowas hier hin machen. Und dann haben wir eben die Industrie da rein. Ich glaube, das ist das Beste, was wir gerade machen können. Nein, Industrie. Dankeschön. Weg. Super, dankeschön. So, und jetzt Industrie da rein. Dankeschön. Gut. Hä? Warum jetzt weggemacht gerade? War ich es aus Versehen? Ich glaube schon, ne? Okay. Wir nehmen noch so ein bisschen Industrie mit rein. Dann haben sie auch noch hier ein bisschen was Neues. Das reicht vielleicht sogar schon. Wir machen halt viel Grün. Ich meine, ist okay. Agrar können wir noch nicht machen. Hier ist unser einziges... Okay, da kam gerade einer. Wir haben so ein paar kleinere Müllprobleme, ne? Wie man vielleicht sehen kann. Wo ist das Müllzeichen? Da oben. Ja, Müllverarbeitungsstatus ist halt nicht gut, ne? Aber okay, wir haben keine Deponie. Wir haben halt hier so Anlagen, ne? Ist halt okay. Recyclingzentrum. Wir können auch bald mal hier so eine... Das ist aber viel Schmutz, ne? Schwimmender Müllsammler? Das klingt ekelhaft. Lärmbelästigung verringert die Wasserverschmutzung. Ach so. Ah, ich dachte, das wäre irgendwas für Mülldingens. Also wir müssten halt Recyclingzentren machen, oder wie? Das ist aber auch verschmutzen. Gibt es keine... Ich meine, Schmutz ist halt da. Wir müssen halt irgendwie Schmutz... Ne? Ich meine, sowas ist halt unerlässlich, um ehrlich zu sein. Also wir können nicht ganz grün leben, weil Müll ist halt Müll. Gehört eben dazu. Ihr alle macht Müll, Leute. Ihr alle macht AA. Und auch Müll. Okay, Häuser müssen wir weiterbauen. Machen wir mal kurz ein paar Häuser. Wo können wir die hinmachen? Wollen wir die nach hier unten ziehen, Richtung Autobahn? Um dann später vielleicht ein paar Hochhäuser hinzuklatschen? Könnten wir eigentlich machen. Machen wir vielleicht mal sowas in diese Richtung. Dann könnten wir auch rein theoretisch das mal... Boah, das kostet aber Geld, ne? Wie teuer ist denn das? Ja, nicht teuer. Alles super. Machen wir mal kurz so. Und werden mal kurz hier nochmal einen Weg anknüpfen lassen. Super. Nach da. Und dann können wir hier loslegen und machen ein paar weitere kleine Häuser. Vielleicht erstmal wieder so in unserem alten... Nach altbekannten Werten. Vielleicht so erstmal. Ich will erstmal pragmatisch arbeiten, wirklich immer noch. Bevor wir die erste krasse Stadt bauen oder sonst irgendwas, das war irgendwie doof, weil jetzt habe ich wieder dieses Problem, dass es andockt. War es aber auch cool, ne? So ein bisschen so. Oh, Gefälle zu steil. Boah, meint ihr, das klappt so? Boah, ist bereits belegt. Ach so, ja, warte mal. Ah, oh, das ist doch alles kacke jetzt. Geh doch weg hier. Mach das mal gerade hier. Schön so. Gefälle zu steil. Ah, das ist doof. Machen wir mal vielleicht irgendwie eher sowas in die Richtung. Meint ihr, das geht besser so? Ja, so würde es besser gehen. Machen wir mal kurz so. Hm. Es sieht so schön aus. So toll, Leute. So toll, wirklich. Dann nochmal hier kurz eine Querstraße reinklatschen. Um mir noch ein bisschen mehr auszuüben. Geht nicht. Boah, Alter, wie die auch schräg, aber ist okay. Gibt es halt, das hat man auch schon mal teilweise. Es ist gar nicht so unrealistisch.
um ehrlich zu sein. Dass man hier sowas vielleicht hat. Was meint ihr? Können wir das nochmal schräg bauen? Stimmt, ne? Oder wollen wir eher da anknüpfen? Ist aber eigentlich doof, ne? Es geht. Machen wir mal so. Vielleicht... Wie ist die Verschmutzungsradius da so? Kann man das irgendwo gucken? Verschmutzungsradius? Wo war das denn nochmal? Wo war denn das? Gibt's nicht irgendwo so Müll... Mülldingens? Bummens? Geruch? Irgendwas mit Nase? Gibt's da irgendwas mit einer Nase oder so? War ja nicht irgendwo Geruch, dass man... Verschmutzung, da. Das geht aber. Ich meine, ne? Das geht schon klar. Dann kann man auch vielleicht sogar... noch bis hierhin was machen. Das geht schon voll klar, Leute. Machen wir es mal so. Okay, da werden jetzt nächste Folge tolle Sachen entstehen. Alles wird in der nächsten Folge. Lasst ein Däumchen nach oben, damit es euch gefallen hat. Natürlich, in der Playlist ist alles Weitere jetzt in der Endcard für mehr Folgen von City Skylines. In dem Sinne, rein. Bis dann. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüssikowski. Abo.